Mein Name ist Michael Ulbricht. Sie sind heute eingeladen im Restaurant und Hotel zur Lochmühle im schönen Muldental. Wir bereiten heute einen gebratenen Knurrhahn zu mit buntem Pfannengemüse. Ich empfehle Ihnen, mit der Soße zu beginnen. Dafür nehmen wir etwas Butter, die wir zerlassen. Das wird eine Soße aus einer klassischen Mehlschwitze. Dazu zerlassen wir die Butter, stäuben etwas Mehl ein. Das wird dann glatt gerührt. Sobald die Butter aufgebraucht ist, gießen wir etwas kalte Brühe ein. Man kann auch Fischfond verwenden. Das Ganze wird glatt gerührt. Das kann jetzt erstmal etwas vor sich hin köcheln. In der Zeit Pfanne auf den Herd. Dann können wir schon mal unseren Knurrhahn vorbereiten. Den würzen wir ganz klassisch mit Salz und Pfeffer. Andere Seite auch noch. Dann nehmen wir etwas Olivenöl. Den Knochen braten wir auf der entgegengesetzten Seite der Haut an, dass sich diese nicht wölbt. Beim Gemüse, die Karotten sind schon flanschiert. Prinzesskornen. Zucchini-Scheiben. Etwas Mais und ein paar Erbsen. Wurzeln. Paprikastreifen. Das nochmal lassen wir jetzt anbraten. Ab und zu auch die Soße durchführen, dass hier nichts angeht. Das Gemüse wird jetzt kurz wieder das Zuckergewürz. Salz und Pfeffer machen wir später dran, da dieses den Saft aus dem Gemüse zieht. Und das würde bedeuten, dass es nicht dreht, sondern nur vor sich hin kocht. Das soll ja ein bisschen knackig sein. Den Knurrhahn, den können wir schon mal wenden. Den aus der Hautseite braten. Der Knurrhahn kommt aus dem Atlantik, ist ein recht fischfester, feiner weißer Fisch. Man könnte wahlweise auch Zander oder Forellenfilet verwenden. Ich die Mühle zwischendurch immer mal das anschwenken. Die Soße nicht vergessen. Die wird jetzt noch verfeinert mit etwas Sahne. Und einmal wenden den Knurrhahn, dass die Haut schön knusprig wird. Die Soße wird jetzt verfeinert mit etwas Dill. Eine Prise Zucker kann auch kommen. Das Gemüse wird auch noch gewürzt mit Salz und Pfeffer. Den Knurrhahn drehen wir nochmal, hat eine schöne Farbe bekommen. Jetzt nochmal die Pfanne langsam runterdrehen, dass das noch etwas nachziehen kann. Die Soße ist auch soweit fertig. Das Gemüse nochmal durchbringen. Schneiden noch ein paar Streifen vom Basilikum. Den tun wir kurz vor Ende der Garzeit zum Gemüse dazu. Jetzt noch einen kleinen mediterranen Touch. So. Und schon können wir anrichten. Als Beilage dazu empfehle ich Reis. Den haben wir schon mal angerichtet auf dem Teller. Und das Pfanngemüse dazu. Ein schönes Farbspiel. Ein bisschen knackig das Gemüse. Dann richten wir dazu den Knurrhahn an. Etwas von unserer Soße dazu. Natürlich darf beim Fisch die Zitrone nicht fehlen. Und eine kleine Garnitur, ein kleines geschnitztes Möhrchen, etwas Blattpetersilie. Und so könnte unser Essen dann aussehen. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de